Hallöchen Leute, willkommen zurück bei einem neuen Video und für alle, die mich noch nicht kennen. Hi, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Heute gibt es nämlich ein richtig cooles Video. Und ich glaube, das Thema ist jetzt nicht so schwer zu erkennen. Ich habe schon meine Minimaus-Ohren an, meinen Mickey-Pullover an und gleich werde ich mir noch riesige Handschuhe anziehen. Und so war ich letztens im Disneyland und falls ihr mich kennt, also wenn ihr mir irgendwie auf TikTok oder Instagram folgt, was ihr auf jeden Fall tun solltet, wisst ihr, dass ich ein riesen Disney-Fan bin. Ich liebe alle Disney-Filme und ich liebe einfach das Disneyland. Und dort war ich in einem Disney-Store unterwegs natürlich und habe die hier entdeckt. Das sind Mickey Mouse Handschuhe und die sehen crazy aus. Ich habe die dann in meine Instagram Story gegeben und mir haben dann auf einmal richtig viele Leute geschrieben, dass doch voll witzig wäre, wenn ich mich mit denen schminken würde. Und ganz ehrlich, ich fand die Idee direkt so genial, dass ich am nächsten Tag sofort wieder in den Disney Store gelaufen bin und mir die geholt habe. Ich wollte die eigentlich direkt auspacken, um zu sehen, wie die aussehen, aber ich wollte sie mir für das Video aufheben. Deswegen freue ich mich jetzt sehr darauf. Die sind so cool. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen in ein paar damit rumlaufen gesehen. Und ich war schon ein bisschen neidisch. Ich probiere den jetzt mal an. Komme ich da rein? Oh Gott. Der hat nur 4 Finger. What? Okay, warte, dann muss ich zwei. Es sind gerade 2 Finger hier. Einer hier und einer hier. Und ich bin Mickey. Unbeweglich. Irgendwie kann ich nur den in der Mitte so richtig bewegen. Für die anderen zwei bin ich irgendwie zu schwach. Okay, der geht. Okay, der ist easy. Der geht so. Und der kleine, nein. Der kleine, nein. Daumen, naja. Also ich merke schon, die Make-up-Challenge könnte tatsächlich ein bisschen schwierig werden. Ich versuche jetzt noch in den anderen reinzugehen. Das ist schon ein bisschen schwierig. Erste Challenge für heute. Okay, ich hab's. Das war gerade sehr schwierig. Und ich habe Mickey Mouse Hände. Ich liebe es irgendwie. Ah, ich fühle mich gerade wie eine Mickey Maus und die sind voll süß. Das ist so, als hätte man irgendwie so Stofftiere als Hände. So voll so, oh, oh. Ich glaube, mir wird das Lachen aber gleich vergehen. Und zwar starten wir jetzt mit dem Make-up. Okay, der erste Make-up-Schritt ist natürlich Primer. Es ist schon ein bisschen schwierig, das so zu halten. Hier, das ist mein Primer von Catrice Anti-Redness. Problem ist, ich will wirklich meine Handschuhe nicht ansauen. Also wie mache ich das jetzt? Gottes Willen. Ich kann nicht mehr. Warte kurz. Ich kann nicht halten. Wie mache ich das? Ohoho. Okay. Und jetzt? Oh, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, Leute. Andere Seite. Oh, ich habe es geschafft. Und ich glaube, ich nehme jetzt meinen Schwamm und verteile den Primer damit, weil ich mache das nicht mit den Händen. Ein bisschen angesaut werden sie bestimmt, aber ich gebe sie danach dann gleich irgendwie in die Waschmaschine, kann ich sie nicht geben. Ich werde sie danach einfach gleich putzen, aber ich versuche sie so wenig wie möglich anzusäumen, weil sie sollen schön und weiß bleiben. Okay, jetzt verteile ich das mit dem Schwamm. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Boah, ich merke gerade, wie anstrengend das ist. Ich kann den nicht länger als eine Minute halten, weil das so schwer ist, meine Finger zu biegen. Blende, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Primer benutzt, aber wenn ich jetzt selbst... Nein! Ach nö, das kriegt man aber sicher wieder raus. Okay, meine neue Taktik ist, den Schwamm einfach zwischen den Fingern hier einzuspannen. Dann wird der Handschuh zwar ein bisschen schmutzig, aber naja. Und ist weniger anstrengend. Okay, weiter geht's mit Foundation. Primer war halt schon ziemlich anstrengend, deswegen habe ich ein bisschen Angst vor dem restlichen Make-up. Meine kleinen Finger sind übrigens irgendwie richtig schwach. Ich weiß auch nicht warum, die tun gerade voll weh. Ich nehme jetzt diese Foundation hier. Nix can't stop, won't stop. Und versucht jetzt irgendwie mit meinen gigantischen Händen aufzumachen. So, jetzt muss ich sie nur irgendwie auf mein Gesicht pumpen. Aha. Ich probiere es mal so. Oh, aua. Oh, da was? Ah, ja. Und wieder angekleckert. Jetzt nehme ich wieder den Schwamm. Und schauen wir mal, wie das funktioniert. Hey, ich glaube, ich habe jetzt eine voll gute Technik. Das geht gerade voll gut. Ist gerade richtig gut eingespannt hier mit dem Popo vom Schwamm. Vielleicht kriege ich das sogar halbwegs hin. Ich habe gerade irgendwie voll Mitleid mit Mickey und Minnie Maus. Weil die müssen sich einfach, wenn sie sich schminken, so schminken. Muss voll anstrengend sein. Warum habe ich der Foundation am Hals? Das war gar nicht mal so schlecht. Kurze Pause. Meine Finger tun so weh. Weiter geht's mit Concealer. Da verwende ich von Maybelline den Löscher-Concealer. Also ich muss hier um das Käppchen weg und dann muss ich ihn drehen. Ich glaube, ich habe mir gerade nicht den einfachsten Concealer dafür ausgesucht. Aua, das ist so anstrengend. Das ist ein Finger-Workout. Oder die Augen schmieren. Und wieder verblenden. Juhu. Und unter den Augen ist es ein bisschen schwierig, wenn man das so in den Augenwinkel rein muss. Aber ich glaube, es funktioniert ganz okay. Fühlt sich gerade so an und ich glaube, es sieht für euch auch gerade so aus, als würde mich Mickey Maus verprügeln. So. Huda Time. Ich verwende das Huda Beauty Easy Bake Puder. Huda Beauty. Woohoo. Runterschütteln. Versuchen aufzumachen. Komm schon. Komm schon.
Es ist offen. Dann tunke ich hier mit meinem Sponge rein. Nehme ein bisschen Puder und das kommt jetzt unter die Augen. Ich hoffe, ich habe gerade überhaupt irgendwas gemacht. Ich brauche ein bisschen mehr. Es kommt jetzt der erste Pinsel zum Einsatz und zwar so ein großer. Den kann ich noch relativ gut nehmen, würde ich mal sagen. Jetzt in mein Puder. Ja, schon besser. Ich glaube, Augenbrauen könnten jetzt ein bisschen schwierig werden. Wir verwenden natürlich ein Augenbrauengel und zwar Thick It Stick It von NYX Cosmetics. Und ich versuche das jetzt mal aufzudrehen. Erste Herausforderung, aufmachen. 50 Stunden später und ich hab's. Und durchbürsten. Ich meine, ich habe jetzt nicht gerade die beste Kontrolle, aber es ist auf jeden Fall mal auf meinen Augenbrauen. Also so schlimm ist es nicht. Also ich kann euch auf jeden Fall garantieren, dass jetzt nicht bombastisch schöne Augenbrauen werden. Aber vermutlich auch nicht meine schlimmsten. Meine schlimmsten Augenbrauen habe ich nämlich circa mit 16 gehabt, als ich mir einfach meine Augenbrauen in der Mitte wegrasiert habe, aus irgendeinem Grund. Okay, die Augenbraue ist jetzt um einiges schwieriger. Ich komme da nämlich nicht hin, weil dieser Finger hier im Weg ist. Warte, wie mache ich das jetzt? Ich kann es aber auch nicht mit links machen. Ich kann mich doch nicht mit links schminken. So vielleicht? Oh nein, so ist es ganz schlimm. Hilfe. Ich will das nicht so lassen. Vielleicht kann ich mit der einen Hand Finger runterbiegen. So, so geht's ein bisschen. Ich mag das nicht. Die sehen nicht so schön aus. Aber ich glaube, wenn ich mit einem Augenbrauenstift jetzt noch drüber gehe, wird es nur noch schlimmer. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ich lasse sie einfach so. Egal. Augenbrauen fallen nicht so auf. Bevor ich gleich mit den schlimmsten Sachen weitermache, also Lidschatten und Eyeliner und so weiter, mache ich jetzt noch schnell Bronzer, Blush und Highlighter. Ich glaube, das sollte relativ gut gehen. So, dann der Bronzer, dann nehme ich den hier von Catrice, den Holiday Skin Luminous Bronzer. Muss den ganzen aber noch aufmachen. Ich glaube, ich mache das jetzt mit meinem Mund. Hör auf. Ah, aua. Arme Zähne. Dann versuche ich hier in den Bronzer reinzugehen. Nicht zu viel, also abklopfen. Und jetzt bronzen wir ein bisschen. Ja, das geht voll. Das geht klar. Sieht doch gut aus, oder? Easy, also locker. Ich habe das Gefühl, mit dem Pinsel hat man irgendwie mehr Kontrolle, so als mit dem Schwamm. Obwohl, ich habe gerade ein bisschen zu viel Bronzer, glaube ich, erwischt. Ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich mag Bronzer nicht so. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Dann verwende ich Blush, den hier. Bin leider ein bisschen schlecht im Herzen heute von Rival Loves Me. 2-in-1. Oho. Das ist Blush und Highlighter in einem. Ich nehme aber nur die pinke, also die Blush-Seite. Oder zumindest versuche ich's. Ich sag's euch, ich werde nach diesem Video die muskulösesten Finger haben. Und für Highlighter nehme ich den hier von Benefit, den Cookie Highlighter. Versuche den aufzumachen, wieder mit meinem Mund, glaube ich. Faulen. Pinsel rein. Hauptturm. Oh, sieht gut aus. Vielleicht noch ein bisschen was auf die Nase. Hier noch da, hier noch ein bisschen. Und voila. Also ganz ehrlich, bis jetzt finde ich mein Make-up noch voll okay. Also es ist jetzt nicht das Schönste, aber es, ich würd eigentlich noch so rausgehen. Könnte sich aber jetzt bald ändern. Und zwar sind wir jetzt ja bei den Augen angekommen. Und ich habe mir dafür zwei ganz coole Paletten rausgesucht für das Thema passend. Und zwar habe ich hier einmal von Essence eine Ariel Palette. Natürlich Disney. Und einmal von... Upsi. Gebe ich später auf. Von Colourpop eine Disney Villains, also Disney Bösewicht Palette. Auch sehr cool. Ich glaube, ich werde einfach so eine Mischung aus den beiden verwenden. Die eine ist ein bisschen mehr so eben Bösewicht, ein bisschen dunkler. Und die Ariel Palette ist, wie schaut die eigentlich aus? Habe ich schon wieder vergessen. Ja, halt so Rottöne macht irgendwie auch Sinn. Okay. Ich starte jetzt mit der ersten Farbe. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach irgendeinen Braunton. Ich habe jetzt hier so einen Braun genommen aus der Disney Böse, nicht Disney Colourpop Bösewicht Palette. Und beginne das jetzt hier so in meiner Crease zu verblenden. Ich glaube aber sogar, das Verblenden funktioniert ganz gut, oder? Als nächstes nehme ich mir ein dunkleres Braun aus der Ariel Palette. Ich sag's euch, wenn ich mal meine eigene Make-up-Marke habe, was ich haben werde, ich manifestiere das hiermit, will ich auch unbedingt eine Disney-Kollektion machen. Also wenn Disney mir das erlaubt, ich glaube, die muss man davor nämlich fragen. Und das wird dann die coolste Disney-Kollektion ever. Ich will eine Mickey-Palette, Mini-Palette, Peter Pan-Palette, Rapunzel-Palette, alles. Ihr könnt ja gerne schon mal in die Kommentare schreiben, welcher euer Lieblings-Disney-Film ist, damit ich jetzt schon mal Bescheid weiß, damit ich jetzt schon mal alles planen kann. Ich würde nämlich so eine Person. Ja, ich liebe es, Sachen zu planen und dann nicht zu machen. Ich habe immer Planung und Vorfreude ist immer das Coolste an allen Sachen. Ich habe nämlich tatsächlich schon so einen ganzen Plan so für meine Make-up-Marke und meine erste Make-up-Kollektion. Ich habe eine ganze PowerPoint dafür. Ich habe alle Farben schon rausgesucht. Ich habe alles fertig. Also irgendwann wird es passieren, ist nur eine Frage der Zeit. Aber wenn es dann passieren wird, könnt ihr euch auf jeden Fall darauf verlassen, dass es sehr cool wird. Auf jeden Fall cooler und schöner als das hier gerade. Ich gebe mir ein bisschen was unter die Augen. Ich schwör's euch, es ist so anstrengend. Ich kann nicht mehr. Meine Finger tun so unglaublich weh. Und jetzt will ich noch einen Schimmerton. Normalerweise nehme ich den immer mit dem Finger. Soll ich's machen? Aber dann wird er schmutzig. Aber ich kann ihn ja waschen. Er ist ja generell schon sehr schmutzig. Ich muss ihn auf jeden Fall danach irgendwie sauber machen. Deswegen soll ich versuchen, mit dem Finger einen Lidschatten aufzutragen. Ist ja schon lustig. Ich glaube, ich habe Bock auf dieses Grüngold hier. Ich fahr jetzt rein mit dem Finger. Sehr falsch an. Eigentlich fühlt sie es gar nicht an, weil ich spüre sie nicht, weil das ist ja nicht mein richtiger Finger. Aber schaut mal, voll gut, oder? Jetzt muss ich halt nur noch mein Augenlid treffen, weil sonst ist alles ruiniert. Oha, es hat funktioniert. Ich glaub's ja nicht. Es funktioniert nicht mal so schlecht. Ist einfach nur so wie ein gigantischer Finger halt. Voll gut, oder?
Jetzt auf die andere Seite. Die andere Seite ist immer ein bisschen schwieriger. Obwohl, komme ich auch gut hin. Dann nur noch ein bisschen weiß in den Innenwinkel rein. Ich würde sagen, Lidschatten ist nicht schön, aber war schon mal hässlicher bei anderen Challenges. Jetzt kommt aber der Eyeliner. Miki, bitte, brauchen jetzt magische Eyeliner-Hände. Ich verwende dafür einen Eyeliner, wo ich weiß, dass ich mich auf den verlassen kann. Und zwar NYX Cosmetics Epic Inkliner. Und ich glaube, das ist ein brauner. Aber braun passt eh ganz gut zu dem Make-up-Look. Also, schauen wir mal. So, wie nehme ich den jetzt am besten? Oh, Hände sind voll getrocknet. Nächster Versuch. Wie halte ich den Eyeliner am besten so? Ich habe ihn. Das ist schon mal ein Fortschritt. Okay. Ich beginne, glaube ich, mit der Seite hier. Ansetzen. Das sieht doch mega gut aus. Ich glaube, man muss sich einfach nur ultra konzentrieren. Ich muss kurz ein bisschen näher kommen, damit ich auch näher in meinem Spiegel bin. Oh Gott. Okay, es sieht doch nicht so gut aus. Ich kann nicht mehr. Ich habe mich gerade dafür entschieden, den Wing ein bisschen größer zu machen, um meine Fehler auszubessern. Und ich glaube, ich lasse ihn jetzt einfach mal so fürs Erste. Es sieht ganz okay aus. Also, ich muss halt jetzt den anderen hinkriegen noch. Es ist okay. Okay. Ich kann leider während dem Eyeliner nicht so gut sprechen, weil sonst wird es noch schwieriger. Hey, der ist sogar irgendwie leichter hier auf der Seite. Ich weiß nicht warum. Ich habe ihn hier so besser im Griff und ich sehe auch besser, weil die blöden Wurst-Mickey-Finger nicht in meinem Weg sind. Okay. Eyeliner gelungen, oder? Gib mir einen Mickey-High-Five. Wollt ihr kurz richtig cringen? Mickey-Dab. Wow. Es tut mir so leid. Muss einfach sein. Ich weiß nicht, diese Hände sind so lustig. Okay, jetzt ist etwas sehr Jugendfreies. Und ich wollte euch eigentlich gerade einen Mittelfinger zeigen. Nicht wirklich euch. Ich wollte der Kamera den Mittelfinger zeigen. Aber ich kann nicht, weil ich kann leider meinen kleinen Finger nicht bewegen. Ah. Weiter geht's mit Mascara. Da verwenden wir natürlich meine Sky High Mascara. Und die ist auch braun, also passt wohl gut. Und ich glaube, das ist relativ einfach. Wisst ihr warum? Weil ich Mascara-Experte bin. Habe ich jetzt auch schon öfters erwähnt, solltet ihr auch wissen. Ich habe nämlich letztens auch nachgezählt. Boah, meine Mama hat meine Mascaras gezählt und ich habe einfach vergessen, wie viele es waren. Ich glaube, es waren 164 oder 154. Irgendwie so circa 160 Mascaras habe ich. Weil ich habe früher Mascaras gesammelt. Und mache es halt jetzt noch immer. Ich schmeiße meine alten nicht weg. Deswegen habe ich so viele. Und ich habe früher Mascaras getestet. So, das war so mein Content damals. Deswegen habe ich wohl viele. Und deswegen bin ich so gut im Mascara auftragen, weil ich sehr oft Mascara aufgetragen habe. Okay, Leute, ich glaube, ich habe zu viel Panik beim Eyeliner geschoben. Obwohl, ich glaube, jetzt erst das Schlimmste kommt. Und zwar Lashes. Also diese kleinen Fuzzi-Dinger hier. Ich habe hier von Catrice welche, die 3D Foxy Volume Lashes. Zuerst mal muss ich dieses gute Teil hier irgendwie aufmachen. Ich habe immer das Gefühl, das Aufmachen ist schwieriger als das Aufkleben selbst oder halt das Schminken selbst. Überall schön rund machen. Perfekt. Und ich habe natürlich meinen Wimpernkleber. Ich muss zuerst mal den Kleber auf die Lashes geben, trocknen lassen und dann irgendwie die Lashes auf einer Pinzette mir aufkleben. Das sind sehr viele Steps. Ich weiß gar nicht jetzt, wo ich anfangen soll. Ich brauche mal eine Pinzette. Okay, Pinzette. Und mit der Pinzette nehme ich mir jetzt Lashes. Ach, kann das nicht. Das geht nicht. Mit der Schlinge, Leute. Aua. Ich kann mit der Pinzette nicht zudrücken mit diesen blöden Fingern. Hallo. Aha. Es ist so anstrengend. Ich kann nicht mehr. Nein. Nein. Okay, ich hab sie. Jetzt bloß nicht loslassen, weil die sind jetzt voll mit Speichel. Es tut mir leid, dass es an die Leute, die das irgendwie ekelhaft finden. Es ist ein bisschen Kleber oben. Ich muss mir das jetzt. Oh, ich muss mich gerade richtig verrenken. Das tut so wie Scheiß drauf. Einfach draufkleben. Okay. Sieht kacke aus. Egal. Besser als nix. Zweite Paar Wimpern. Die blöde Pinzette nicht halten. Geht kein Kleber hoch. Ich muss kurz Pause machen. Ich glaube, ihr denkt euch bestimmt, ich bin komplett irre. Aber wenn ihr wüsstet, wie anstrengend das in meinen Fingern ist, es ist unaushaltbar. Jetzt klebt doch bitte. Nein, jetzt klebt es auf der Pinzette. Okay. Ich hab's. Jetzt noch so ein bisschen fixieren. Ist mir egal, dass das gerade irgendwie doof aussieht. Hauptsache, sie sind oben. Sorry gerade für meinen Nervenzusammenbruch, aber das tut so weh. Es tut alleine weh, diese Handschuhe länger als 5 Minuten zu tragen, weil die Finger da drinnen so krass gespreizt werden, so auseinandergezogen. Es ist so, als würde jemand so deine Finger nehmen und so die ganze Zeit so machen. Und jetzt sind wir beim Lippenstift angekommen. Ich glaube, ich mache heute einen Liquid Lipstick. Ich glaube, das könnte relativ gut werden, wenn ich mich bemühe. Ich habe mich heute für Rot entschieden, weil das, glaube ich, ganz süß aussieht mit meinen Ohren. Und zwar von Anastasia Beverly Hills in der Farbe. Keine Ahnung, welche Farbe. Egal. Einfach ein Rot. Und wir tragen das jetzt auf. Also jetzt erstmal aufschrauben. Mittlerweile bin ich schon Profi im Aufschrauben. Soll ich das mit links machen? Weil meine rechte Hand tut schon so weh. Ich glaube, ich kann nicht mehr mit rechts. Okay, nee, ich muss das mit rechts machen. Mit links ist das noch schlimmer. Ich merke schon richtig, wie so meine Hände zu zittern beginnen. Kennt ihr das, wenn ihr so Sport gemacht habt und euch so überanstrengt habt und ihr dann so zittert? Ich habe das jetzt schon. Jetzt noch die obere Lippe. Okay. Nicht perfekt, aber... Na ja, was hat den Zähnen dann? Nicht perfekt, aber ich finde, das sieht voll gut aus eigentlich. Ja.
Ich glaube, die Lippen sind mir tatsächlich bis jetzt am besten gelungen. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Make-up-Schritt, und zwar Setting Spray. Ich hoffe, ich kann auf diesen Knopf oben drücken. Und dafür fände ich das All Night, das Setting Spray. Okay, probieren wir das mal. Ich spanne mir das jetzt hier ein und drücke mit dem Finger. Geschafft! Und hier haben wir auch schon den fertigen Mickey Make-up-Look, der mich ein bisschen in den Wahnsinn getrieben hat. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Meine Finger sind rot, angeschwollen, heiß, pulsieren, tun weh. Nichtsdestotrotz finde ich, ist der Look ganz süß geworden. Falls euch das Video und meine Schmerzen gefallen haben, würde ich mich sagen, einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich eventuell abonnieren wollt, es kommt jetzt nämlich relativ bald endlich meine Schminktisch-Tour, meine Make-up-Tour auf YouTube. Die dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen restlichen Tag. Hoffentlich bis bald. Tschüss.